Ich heiße Sie herzlich willkommen zu der neuen Folge Getränke Review. Es ist Folge 5. 5 von 5. Staffel 2, Folge 5. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram und lecieca. Es ist Getränke. Und die trinken wir. Ja, okay. Diese Folge haben wir. Gasos. Gazots. Es kommen schon die ersten Leute wieder. Es ist schon wieder Hauptverkehrszeit für Köpenick West. Also, genau, wir haben Gazos. Da steht sogar original türkisches Erfrischungsgetränk. Also es kommt auf jeden Fall aus der Türkei anscheinend. Mann! Die wollen mich alle auf den Arm nehmen hier. Die wollen mich alle legit auf den Arm nehmen. Original türkisches Erfrischungsgetränk. Ich gucke jetzt, ob da noch welche kommen. Unerhört! Unerhört! Genau, und also das gibt's ja auch immer, wenn man sich Döner holt, dann ist es in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen auch da zu kaufen. Und wir gehen direkt in den Aussehens-Ästhetik-Check! Heute ist die Maschine kaputt für Aussehens-Ästhetik-Check. Ist halt einfach kaputt. Smack my ass like a drum. Also vom Aussehen ist eigentlich nice. Also mir gefällt das Grün. Und hier diese Berge, das ist ja anscheinend irgendwie die Marke. Das ist ein dopes Logo. Ein dopes Logo dafür. Ja, also nice eigentlich. Und man kennt es einfach, weil es wirklich überall steht, wo Döner verkauft wird. Es ist immer da. Es ist immer da, wenn ich einen Döner reinfresse. Okay, kommen wir zum Soundcheck. Das ist natürlich eine Dose. Hat sich halt wie eine Dose angesucht. Ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt eine Dose. Okay, jetzt kommt der Geruchscheck. Na, ich bin heute wieder zur nationalen Hauptverkehrszeit ein Video drehen, Alter. Gar keinen Bock. Ja, es riecht so ein bisschen nach Red Bull. Also es riecht nach Kaugummi, nach Red Bull und ein bisschen auch nach diesen Auflösetabletten. So in der, im Abgang der Note. Mann, Alter. Also riecht ziemlich wild. Erstmal hier den Rachen frei machen, damit ich überhaupt mal schmecken. Okay, jetzt kommt der Geschmackstest, wie das schmeckt. By the way, ist aus dem Kühlschrank. Kühlschrank. Damn. Krass. Ja. Hauptverkehrsader in Berlin, diese Straße hier. Ja, krass. Also, ach, guck mal, es ist sogar Hilal. Gönn dir mal lieber den geraden Weg. Hey, ja, krass. Also, schmeckt richtig gut. Schmeckt ein bisschen nach Red Bull. Aber nicht dieser unangenehme Part am Ende von Red Bull, sondern dieser angenehme, dieser süße am Anfang. Und dann geht es in so einen ganz eigenen Gazos-Geschmack über. Am Ende so prickelig, ähnlich so wie Sprite am Ende ist es. Krass, aber diese Süße begleitet einen so vom ersten, also es begleitet einen so vom Anfang bis zum Ende. Und dann kommt am Ende noch dieses Prickelige und so ein gewisser Abgang von der Sprite. Also es ist einfach nur der gute Teil von Red Bull und ein geiler Teil von Sprite in einem Getränk. Krass. Oh, aber ich merke schon, man kann da nicht so viel von trinken. Ich habe jetzt schon leicht Bauchschmerzen. Das ist so krass, die Leute kommen wirklich mit Fahrrad hier lang. Warum? Warum? Der kann mich überraschen. Also es schmeckt auf jeden Fall gut, aber ich merke schon, man kann da nicht so viel von trinken, weil das halt echt, also irgendwie geht mir das auf den Magen. Aber schmeckt schon ziemlich gut. Und ich glaube, gepaart mit einem Döner, mad respect. Die Hauptverkehrsader hier, diese kleine Nebenstraße am Arsch der Welt. Ich denke mal, es ist schon echt gut gewesen. Ich denke mal, es sind... Brr, 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 brr
7 Punkte gewesen. Ist lecker. Kann man sich mal gönnen. Gerade wenn man einen Döner isst. Der Döner passt dazu gut. Die Folge ist jetzt vorbei. Und da kommt noch mal ein Auto zum Ende hin. I hate my life. Ich stell mich wirklich woanders hin. Ja, das war's mit der Folge. Und abonniert den Channel. Oh, da habe ich eine Nachricht auf meine Apple Watch bekommen. Ah, nee, doch nicht. Das geht ja richtig ab. Das geht ja ab.